Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich bin jetzt hier gerade ein bisschen unterwegs mit so ein bisschen Schwefel in der Hosentasche. Weiß ich gar nicht, wie viel in der Hosentasche geht, ne? Bernstein war ein bisschen schwierig. Oder, nee, wie hieß das? Phosphor war schwierig, glaube ich. Das hat durchaus dafür gesorgt, dass man da ein bisschen... das glaube ich, hat so eine niedrige Flammtemperatur oder Zündtemperatur, dass denn das in der Hosentasche sozusagen, Flammtemperatur heißt das, ne? Dass das in der Hosentasche losgehen kann. Deswegen, das sieht auch so ein bisschen bernsteinmäßig aus. Naja, guck mal, da fahren immer noch die falschen Züge. Das müssen wir, siehst du, das wollte ich auch nochmal haben hier. Warte mal ganz kurz. Zuglimit, maximale Zuglänge. Okay. Minimale Zuglänge. Damit hier die Züge, die Zweierzüge nicht mehr ankommen. Und hier für Unfug so. Hab ich jetzt die gemacht? Da wollte ich draufklicken. So. Gut. Also hier wird noch ein bisschen Schwefel jetzt erstmal abgeladen. Ein bisschen was ist erstmal im System. Dann kann hier erst ein bisschen was produziert werden. Und das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein, nehme ich mal an. Das geht quasi instant hier rein. Ja, hier sieht man schon, ne? Die haben sich auch ein bisschen ausnivelliert. Ne, haben sie noch nicht, aber. Ja, das was hier hinten ist, ist immer instant weg. Ich gehe mal da hin und baue mal die Außennivellier unterirdischen Rohre da schon mal hin. Damit das dann irgendwann mal fertig wird. So, damit ein bisschen schwefelhaltige Wastewater hingemacht. Das ist natürlich in der Kiste drin, die ich da hinten habe. So, aber was wir heute machen wollen, ist eine Schwefelproduktion aufbauen. Beziehungsweise wir wollen damit anfangen. Und ich hoffe, dass ich damit durchkomme, dass ich mir ein Schwefelwerk baue. Irgendwann, ganz am Anfang, wurde mal geschrieben, was wird er denn irgendwann mal machen, wenn er zu viel Schwefelsäure oder zu viel Schwefel hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer zu wenig Schwefel habe. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Gut, ja, es gab auch schon mal, es gab glaube ich auch schon mal von mir den Satz, wo soll ich mit dem ganzen Schwefel hin? Doch, das stimmt schon. Kann ich mich noch daran erinnern, dass ich da mal irgendwann immer mehr Kisten hingebaut habe, um den Schwefel zwischen zu bunkern. Aber irgendwie hatte ich das so in Erinnerung, dass das schwierig werden kann mit dem ganzen Schwefel. Ja, naja, jetzt haben wir ja erstmal hoffentlich ein bisschen den Ausgleich geschaffen. Wir könnten eigentlich auch am Bahnhof den Ausgleich hinbauen. Weil da wird es eh immer reingepresst von allen Seiten und dann geht das eigentlich auch ganz gut da. Ja, hier ist ordentlich Verkehr, ne? Also der Zugverkehr ist schon extrem. Was gar nicht, im Stromverbrauch macht sich das auch bemerkbar. Wir müssen mal gucken am Vormittag, oder wenn der mal vormittags ist. Das könnte man eigentlich hier miteinander verbinden. Das kann sich ja nicht hier schon mal so ein bisschen ausnivellieren. Und wenn wir die hier noch miteinander verbinden, damit die sich auch noch ausnivellieren können. Vielleicht kein Rückschlagventil da einbauen noch. In die Richtung. Braunes Ventil. Braunes Pentil. Machen wir ein paar. Damit das dann halt im Tier nicht zurückläuft, sondern nur in den Tanks gleichmäßig bleibt. Und sich ausgleicht. Das ist, glaube ich, ganz okay soweit. Ne? Dann kann das von hier aus dahin, aber nicht mehr von hier aus da zurück. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass der Kanister voller ist als das Rohr dahinter. Das sollte aber kein großartiges, schwieriges Problem sein. Der läuft langsam voll, ne? Und hier sind die Rohre halt nicht so voll. Das ist okay. Ist vollkommen okay. So, das hier ist auch schon aufgebraucht. Das ganze Dioxingas. Da wurde auch schon weggeholt wieder. Also da könnte es sein, dass wir da das nächste Problem dann irgendwann kriegen, aber kein Dioxingas mehr haben. Deswegen Schwefelproduktion. Sie muss gemacht werden. Es ist einfach so, es muss gemacht werden. So, wer das nicht am Ende gesehen hat der letzten Folge, wir haben am Ende der letzten Folge hier noch einen 5000 Wattstrahler im Kopf gehabt. Und so nach dem Motto, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie ich eventuell noch Schwefel herstellen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich aus meiner Acid... aus dem Acid-Gas, was ich habe, erstens Kohlenstoffdioxid noch wieder herstelle. Gut, von mir aus, das kann passieren. Und ein bisschen Hydrogenfluoridgas kann auch passieren. Können wir erstmal zurücklegen. Das hat sogar eine Hitzekapazität, das kann ich sogar verbrennen. Das auch. Also das könnte ich über Gasgeneratoren sogar zu Dampf machen und dann zu Strom. Wäre auch noch eine Idee, wie man solche Sachen dann immer los wird.
Ne, dass ich denn, ich glaube, ich habe ja irgendwo, habe ich doch so ein, nicht irgendwo so Gasdinger hier? Gasburning-Heizkessel oder sowas? Wärmetauscher, Fluid. Burner, ist das sowas? Geht das denn damit? Na, müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal ausgucken. Wenn ich dann nämlich darüber dann immer noch meine Endgase zu Strom verarbeiten kann, wäre da auch ganz gut. Obwohl ich das Gas dann halt eben hier sozusagen zwischenlager. Ne, was ist das für ein Gas, was da rauskommt? Das brauche ich sogar irgendwo anders. Dann habe ich irgendwo hab ich das schon mal gelesen, das Zeug. Egal. Gut. Aber wir werden jetzt hier erstmal Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Erst beim Kleinen, dann werden wir uns das mal bringen lassen, ne? Weil ich glaube, die Dinger sind hier im Bringkosmos drin. Und werden hier sozusagen den inneren Raum ein wenig aufheben oder aufräumen. Damit das denn hier. Sag mal! Platztechnisch für mich ein bisschen schöner ist. Und ich denn hier schön in Ruhe alles aufbauen kann. So, kann das nämlich hier weg. Die Stückleitung hier. Auch keiner gerade. So. Da machen wir so schön was draus. So, dann laufen wir hier runter. Dann gehen wir hier rüber. Dann können wir hier nämlich auch so einen blauen reinsetzen. Wie gesagt, die blauen, die werden mir nämlich nachgetragen. Habe ich gar kein Problem mit. Wo soll das Ding jetzt hin wieder? Blauer Hangar kann nicht geliefert werden. Achso. Nicht verzagen, Oma fragen. So. Das ist übrigens immer wichtig. Also, das ist auch etwas, ich glaube, das macht man viel zu selten, sich den Rat von älteren Menschen einholen, die mehr Erfahrung im Leben haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man sich natürlich sagt, ja komm, ich weiß, wie das geht hier. Ich weiß, wie der Hase in den Pfeffer scheißt. Aber an... Oder der Bär in den Weizen? Irgendwie sowas war das. Aber es ist durchaus so, dass die Lebenserfahrung, die bei den älteren Menschen vorherrscht, durchaus sehr viel wert ist. Und einen durchaus auch sehr viel weiterbringen kann. Aber das ist ein Sachverhalt, den muss man halt eben doch selber lernen. Also das muss man wirklich, das muss man am eigenen Leib dann einfach mal irgendwann gespürt haben, dass es da dann durchaus gar nicht so schlecht ist, da mal auf die Älteren zu hören. War schon früher so. Bei den alten Stämmen, dass sie durchaus ihre alten Leute sehr hoch angesehen haben, weil die halt einfach über Wissen verfügt haben und das geht halt eben dann verloren, wenn die alten Leute weg sind, oder man hört ihnen zu, dann hat man das Wissen auch. Allein im Unternehmen. Ne? Wenn da welche in Rente gehen, sonst irgendwas, das merkt man dann gerade in so mittelständischen Unternehmen, ist das immer sehr, sehr viel, wo viele Leute halt individuell auch unterwegs sind. Also, was heißt individuell unterwegs, aber also jeder so seinen Fachbereich und sein kleines Reich hat. Und wenn der dann dort irgendwann geht, man konnte sonst immer hingehen, ihm fragen, aber wenn man sich dieses Wissen halt nicht mit angeeignet hat, hat man dann irgendwann ein Problem. Na, ich reiß immer den Falschen raus, glaube ich, ne? Na, egal. Könnte auch sein, dass ich das Signal denn da schon krumm verquer mache. Ja, so. Das kann alles weg hier. Erstmal. Das erste, da kommt ja wieder was hingebaut. So ist es ja nicht. So, haben wir erstmal unseren Bauplatz geschaffen hier. Für eine relativ große Anlage, die allen möglichen Krimskrams machen soll. Und zwar wollen wir am Ende des Tages wie viel herstellen. Wir brauchen dafür als Input, da gucken wir nochmal rein hier in unserem Plan. Als Input brauchen wir eigentlich ein bisschen Aluminiumohr und ein bisschen Silbererz. Und bei der anderen Produktion als Input brauchen wir nichts. Außer ein bisschen Festbrennstoff. Okay, Wasser kriegen wir hin, weil wir wollen ja auch diesen ganzen anderen Schleim, Schlapperschleim hier unten machen.
Also Schlamm und den Stein und das alles dann hier herstellen lassen und so weiter. So, das wird natürlich eine relativ große Farm mit 186 davon. Die Teile sind nicht ganz so klein, aber da können wir, die können wir eng aneinander stellen. In zwei Reihen gegliedert. Ich meine, okay, da gehen 250 von den Steinen raus. Das ist jede Menge. Kohlenstoffdioxid haben wir hier über und hier entsteht das Acidgas dabei bei dem Entleeren von dem Ganzen und da kann man ganz gut Schwefel draus herstellen. Also das hier oben im Kreislauf halten sollte schon ganz gut funktionieren. Platztechnisch weiß ich nicht, ob alles hinpasst. Da müssen wir gucken, nicht, dass ich mich da jetzt übernehme, aber vielleicht müssen wir einfach eine Oktave runtergehen, dass wir nur die Hälfte davon machen. 25 und 75 und dass wir dann gucken, dass wir dann vielleicht noch ein zweites machen, dass wir hier 100 Schwefel pro Sekunde rauskriegen, ist ja natürlich schon, wäre schon okay. Wie gesagt, die 250 pro Sekunde sind 4 Förderbänder von denen, glaube ich, ne? 60 mal 4 und 240. Das schon. Wenn dann nachher meine 8 Förderbänder rausgehen, ist auch gut. So. Okay, aber wir fangen natürlich dann recht eng an. Die Zulieferung werde ich in der Nähe des Abholbahnhofes machen, weil wir diesen letzten Schritt, wo wir die Sachen brauchen, das können wir durchaus von hier oben oder von der Seite mal irgendwo zuliefern lassen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel bekommen wir. Ich könnte mal so ein Quadrat hier nehmen, da reingestellt. Ne? Wenn ich 750 von den Teilen da haben will, die beliefert werden mit und abgeholt. Die werden nur beliefert und abgeholt. Und dabei entsteht zufällig Wastewater. Okay. Und Wasser muss dran. Ist ja richtig kompliziert. Wo ist er denn hier? Da. Das wollen wir dann machen. So, wir machen Wasser dran. Wir machen. Da geht's raus. Und dann brauchen wir einen Zuförderband und ein Wegförderband. So. Und hier ein Rohr. Dann könnten wir eigentlich das Zu- und Wegförderband hier. So. Wir müssen es so kompakt wie möglich hinkriegen. Ne? Das ist wichtig jetzt. Das muss jetzt sehr, sehr eng aneinander stehen, damit hier so viel wie möglich auch ranpasst. So. Der Seite weg hier zu Förderband. Das kann ja durchaus hier springen. Kann das über zwei springen, aber dann brauche ich ein anderes Förderband, was es auch kann. Kannst das rote? Ist ja nicht viel, was auf einem so einem Förderband dann läuft. Wenn wir 750 haben, da laufen 250 Items drauf. Wenn wir das in 15 Reihen machen, dann sind das je 50 Stück. Aber 250 durch 15, wie viel läuft denn da drüber? Das ist fast nix, ne? Das sind 25, das sind 17,5 oder sowas, keine Ahnung. Also das geht auf jeden Fall. So, mal gucken, wenn ich jetzt hier... Habe ich keine roten Förderbänder, die blauen Förderbänder hier unterirdisch, ne? Muss ich mal anliefern lassen. Ich muss gucken, ob das von der Länge hingeht. 9 ist zu knapp, glaube ich. Mal Länge
9 könnte zu knapp sein. Warte mal, kann ich die nicht da drüben irgendwo mopsen? Oder habe ich da bloß rote? Habe ich bloß rote, ne? Die roten, die springen, glaube ich, noch weniger, ne? Na gut, das müssen wir uns angucken. 9 Felder könnte knabbert werden. So. Aber wo baue ich denn die Robos denn hin? Muss ich einen Platz lassen für die Robos dazwischen? Einen rauslegen, Robos. Muss ich sogar zwei Platz lassen, sonst komme ich hier mit dem Förderband gar nicht. Achso, ich wollte ja nicht mit dem Förderband dann hier hinspringen und hier in der Mitte. Ja, eins. Machen so. 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 Dazu einander gedreht. So. Und da kommen die Lieferanten, okay. Warten Sie mal, das geht noch anders. Danke, 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 danke. Dann brauche ich die blauen gar nicht. Egal, jetzt habe ich sie hier erstmal da. Erstmal können wir gucken, ob die blauen dann auch so weit springen wollen würden. Das geht nämlich hier gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber. Irgendwie müssen die einander kommen irgendwo, ne? Ne, das funktioniert gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber das können wir anders machen. Wir haben ja hier oben den. Der Sprungkeks da drauf kommt. Kann ich keine Roboter mehr hinstellen. Also ich muss so mal auf Lücke, okay. Ist kein Problem. Dass ich so mal auf Lücke bin. Kann ich auch so springen? So. 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 Wenn es das, wo es Sulfurdioxin reinkommt, dann wird immer hier an der Seite einer hingestellt, der das dann. Nach da verteilt. Kein Problem. So. Und hier oben geht es genau andersrum. Und da legen wir es wieder raus. Und von oben legen wir den hier raus. Genau, da wo Wasser ist, ist es immer raus. Und da wo es so viel Dioxin ist, ist es immer rein. So geht das. Problem ist halt wirklich, dass wir dem nicht. Oh, kriegen wir auch noch hin, oder? Wir brauchen die Lücke gar nicht. Ah nee, dann steht er ja trotzdem hier drin. Wenn ich jetzt die beiden zusammen, dann muss ich ja trotzdem den Platz dafür haben. Nee, nee, doch, die Lücke brauche ich. Die Lücke brauche ich leider. Na gut, okay. Ja, ist ja nicht mal das Schlimm. Ist ja nicht mal das Schlimm. So, also das wird dann hier sozusagen da rein liegen gelöt. So, wie viel kriegen wir davon hintereinander jetzt hier reingestellt? Das gucken wir uns mal an. 6. Hm.
Naja, 8 würden gehen. Ja, wenn der Elektrikroller nicht so wäre, wenn 8 gehen. So. Und wie viel gehen übereinander? Auch 8. Dann sind das 64 Stück pro Kästchen hier. Hm. 64 Stück pro eines dieses Kästchens. Wir brauchen 768, wären dann eine schöne Zahl, die wir da hinkriegen könnten. Das lässt sich durch 64 teilen, das ist nämlich der 128 mal 6, 12 Kisten brauchen wir davon. Dann brauchen wir 12 solche kleinen Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Im Bereich. Dafür. Okay, das ist natürlich schon jede Menge, ja. Aber dann hätten wir 768 von den Dingern aufgestellt. Wir könnten theoretisch ja hier unten komplett quer damit gehen. Hätten wir dann 68 hätten wir in einer Reihe, ne? Nehmen wir mal 6, 8, 8 mal 4 sind 32. Wir fehlen uns noch. Das kriegen wir nicht hin. Wenn wir den Spalt nicht lassen müssten, ne? Na, ist egal, dann bauen wir noch oben halt auf. Eine Grundfläche wird es ja trotzdem viel. Müssten wir gucken, wie viel wir davon sozusagen hier unten hinkriegen. Wenn wir da wirklich einmal quer durchbauen. Steuerung V. Sagen wir mal, lassen wir mal da ein bisschen Platz für vier Förderbänder. Eins. Da vorne mal ganz kurz das Förderbändchen dran setzen. Aber mit Ach und Krach, ne? Ja, 90. Und dann werden wir noch eine halbe Reihe drauf setzen, da oben, ne? Oh, würde gehen. Da müssen wir bloß gucken, dass wir das mit den Förderbändern nach oben und unten gut wegkriegen. Wir haben 250 Einheiten, die wir transportieren müssen, mindestens. Also brauchen wir mindestens 5 Förderbänder, theoretisch. Bin ich sogar eins mehr. Wir haben hier noch so viel Platz dafür. Wie haben wir denn hier noch? 1, 2, 3, 4. Oh, das ist ganz knapp, ne? Wirklich extrem knapp. So Strom können wir da dazwischen stellen, ist kein Problem. Lampen auch. Dann müssen wir jetzt hier oben nochmal eine Reihe irgendwie dran stellen. Mit Förderband oben und Verteilung. So theoretisch. Wir haben denn 720 plus 45 haben wir dann. Naja, gut, geht so. So, hier hätten wir Lücken drin. Weil der muss ja hier stehen, mindestens. Und dann müssen wir bloß hoffen, dass es irgendwie nicht allzu viele rauszieht. Aber dann könnte nur auf die 750 kommen, ne?
Okay, dann werden wir das hier nochmal alles abreißen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr hier. Interessant ist, dass die unterirdischen Rohre alle hier sind. So. Das scheinen wir jetzt hier noch von zu haben, aber von den Dingern nicht hier. Warum nicht? Produziere ich die nicht im Dings? Aber nicht, ne? Die produziere ich hier oben noch gar nicht. Bauen die hier unten noch was? Oder bauen die hier unten noch? Die brauchen noch Förderbänder, okay. Aber diese Airfilteranlage, die baue ich glaube ich noch nicht mit in dem System hier, ne? Die habe ich immer von Hand gemacht, die ganzen Dinger. Ja, das müssen wir natürlich automatisieren. Okay. Dann fahre ich jetzt erst wieder zurück, werde die Airfilteranlage bauen, damit wir dann hier Airfilter herstellen können. Da haben wir 1000 von diesen Flaschen drin, ne? Das ist natürlich sehr gut. Das gefällt mir sehr schön. Da kann ich dann dementsprechend noch mal was forschen. Hier haben wir noch 566 von den Flaschen. Also da geht noch ein bisschen was. Jetzt sind eher die blauen Flaschen dann unterlegen. Na egal. So, könnte man eigentlich, jetzt sind wir eigentlich genügend für diese Anreicherung, ne? Weil das andere wird so nachproduziert, naja. Okay, also, ich fahre erstmal zurück. Das System hier müssen wir natürlich noch verfeinern, da müssen wir noch ein bisschen was reinstellen und ein bisschen was hin und her bringen und so. Müssen wir gucken, vielleicht muss ich die Förderbänder sogar in die andere Richtung drehen hier. Das ist ja einmal die Richtung wenden hier alle. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dass wir dann raus transportieren in die andere Richtung. So, und die Flüssigkeit. Ach, die Flüssigkeit muss ich auch noch oben irgendwo runter hochkriegen, ne? Na gut, das kann man ja im Sprung machen hier. Dann da irgendwo läuft hier dann das Rohr durch und das ist gut. Da können ja auch mehrere Rohre hier durchlaufen. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das mit Tanks noch zwischen den... Oh. Schwierig. Muss man doch nochmal hinten fünfmal abschneiden, dass wir hinten die ganzen Verlegung von Leitungen und alles machen. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Dass wir hinten doch nochmal fünf abschneiden und dann vielleicht doch eine Reihe mehr nach oben gehen. Was hatten wir jetzt? 45 hatten wir jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Copy. 45, aber nur 40 pro Reihe. Oh. 750 durch 40. 18, irgendwas rein, 19 rein. Wo sind wir auf der Hälfte? Rein, 42. Wir schneiden mal 3 ab hinten. Reicht uns das denn für das ganze Transportwesen, wenn wir jeden 3 abschneiden? Ich denke ja, oder? Das gibt nur 15 Felder dabei. Und dann können wir hier das ganze Transportwesen übermanagen. Machen wir mal so, oder? Schneiden wir hier mal 3 ab. So. Und dann müssen wir hier in das Transportwesen managen drüber. Das wird hier irgendwo so mittendrin landen irgendwo. Dann müssen wir gucken, dass wir da die Lücke ganz, ganz gut ausschneiden und dann geht das schon. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.